Da komme ich jetzt drauf, denn das Wort wiederholen ist ja schon falsch. Ich kann sie ja gar nicht wiederholen. Ich muss ja neu wählen. Und dann muss ich die neuen Kandidaten aufstellen. Ja. Bin ich denn eigentlich jetzt gebunden? Es kommt wieder so eine juristische, knifflige Frage. Bin ich denn eigentlich daran gebunden, die alten Kandidaten wiederzunehmen? Oder muss gänzlich alles neu aufgestellt werden? Und dass plötzlich Kandidaten auf der Liste sind, die im letzten Jahr nicht mal im Traum daran gedacht haben, jemals auf die Liste zu kommen, die Kandidatenliste. So würde das sein. Das heißt, also, alles neu, komplett, ja, einschließlich der regierenden Bürgermeisterin. Ja, es widerspricht ja auch jeder Lebenserfahrung zu sagen, dass man, das wären dann etwa anderthalb Jahre nach dem vorherigen Termin, mit derselben Zusammensetzung nochmal antreten könnte. Da haben sich ja Menschen, die sich auf Listen haben setzen lassen und dann entweder gewählt oder nicht gewählt worden, in der Zeit dann auch beruflich umorientiert, leben nicht mehr in Berlin, haben ganz andere, eine andere Karriere eingeschlagen und so etwas. Also das ist schlicht oder sind womöglich krank oder verstorben im Zweifel sogar. Also das ist natürlich nicht möglich, diese Wahl sozusagen eins zu eins zu wiederholen. Das wird nicht, also alles das, neu, das zurück muss, auf null. Das wird so sein müssen, ja. Was anderes ist ja auch ein Seitenaspekt. Ich habe gehört, man gibt auch der Druckerei die Mitschuld. Die hat offenbar nicht, wie das so schön heißt, sortenrein geliefert. Also da sind die Kartons falsch beschriftet worden zum Teil. Und das erinnert mich wiederum an die österreichische Bundespräsidentenwahl, die auch wiederholt werden musste, weil es Probleme gab mit dem Zukleben der Kuverts, was allerdings nicht die österreichische Schuld war, sondern die Kuverts sind aus Deutschland geliefert worden. So. Darf ich fragen, wie viele Kandidaten da zur Wahl standen bei der Bundespräsidentenwahl? Naja, da gab es nur zwei. Ja, genau. Selbst das ist schwierig. Und wir kennen das Beispiel aus den USA, George W. Bush gegen Al Gore, wo monatelang danach, und da gab es auch nur zwei Kandidaten, monatelang danach noch zum x-ten Mal ausgezählt wurde, bis dann irgendwann auch höchstrichterlich entschieden wurde. 700 Stimmen Differenz, glaube ich, ne? Ja, und dann irgendwann höchstrichterlich entschieden wurde, so, jetzt machen wir einen Strich drunter und wir erkennen das Wahlergebnis an, auch wenn wir wissen, dass es, oder wenn wir ahnen, dass es nicht richtig ist.